Die Pumpfunktion des Herzmuskels wird durch elektrische Impulse ausgelöst und reguliert, die von speziellen Herzmuskelzellen erzeugt und weitergeleitet werden. Der Sinusknoten im rechten Herzvorhof ist der Taktgeber des Herzens. Hier werden die elektrischen Impulse erzeugt, im Ruhezustand rund 60 bis 80 Mal pro Minute, bei Aufregung oder körperlicher Anstrengung entsprechend häufiger. Die Erregung breitet sich anschließend fächerförmig über die Herzmuskelfasern der beiden Herzvorhöfe aus und bewirkt so deren rhythmische Kontraktion und Entspannung. Die Grenze zwischen den Herzvorhöfen und den Hauptkammern besteht zu großen Teilen aus Bindegewebe, das die elektrischen Impulse nicht weiterleiten kann und daher als Barriere für die Reizleitung wirkt. Die Impulse treten in der Regel durch den atrioventrikulären Knoten, kurz AV-Knoten, auf die Hauptkammern über. Diese zweite Bündelung von leitfähigen Herzmuskelzellen ist damit die elektrische Verbindung zwischen den Vorhöfen und Herzkammern. Der AV-Knoten hat zudem eine Art Filterfunktion. Er bremst bei zu hohen Herzfrequenzen die Erregungsgeschwindigkeit und schützt damit die Hauptkammern vor einer zu hohen Pumpfrequenz. Zugleich kann der AV-Knoten beim Ausfall des Sinusknotens die Erregung des Herzens als sogenannter sekundärer Schrittmacher übernehmen, wenn auch nur bedingt. Nun werden die elektrischen Impulse über das sogenannte His-Bündel und die beiden Tawara-Schenkel in die Herzkammern geleitet. Im letzten Schritt der Reizleitung wird die Erregung über die sogenannten Purkinje-Fasern an die Herzmuskelzellen übertragen. So werden die Hauptkammern optimal aktiviert, können sich effektiv zusammenziehen und das Blut auswerfen. Unser Herz schlägt im Takt.